Wir haben heute Morgen im Bundesvorstand über die Energiepläne der Bundesregierung beraten. Morgen steht die EEG-Reform von Minister Gabriel auf der Agenda des Bundeskabinettes. Gabriel hat übers Wochenende eingeräumt, dass er offenbar keine Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher vorsieht, entgegen seiner ursprünglichen Ansage, dass etwa 1 Milliarde Euro von der Industrie in Richtung der oder zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher verschoben wird. Das wird nicht eintreten. Er hat mit der Europäischen Kommission vereinbart, dass die Industrieunternehmen in breitem Stile weiter befreit werden. Die Bundesregierung bremst bei den erneuerbaren Energien und belastet die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Das ist ein absolut falsches Signal für die Energiewende. Es wird werden mehr Kosten verursacht. Die Energiewende wird ausgebremst, die Erneuerbaren werden ausgebremst und der Klimaschutz konterkariert. Die Energiewende wird so ad absurdum geführt. Die Zahl der Privilegien der privilegierten Unternehmen soll etwa um 500 sinken. Das ist aber in den letzten 4 Jahren sind etwa 1500 Unternehmen mehr dazugekommen. Das heißt, die Ausweitung der Industriesubventionen unter Schwarz-Gelb bleibt im Kern erhalten. Und unterm Strich wird Gabriels Reform rund viermal so viele Unternehmen begünstigen, wie das in der rot-grünen Zeit der Fall war. Wenn man das auf die Strommengen überträgt, dann hat das Öko-Institut schon ausgerechnet, dass das Gesamtvolumen sogar noch zunehmen wird, dass wir möglicherweise um eine Erhöhung von 2 Milliarden Euro nicht umhin kommen. Das heißt, die Gesamtsubventionierung der Großindustrie steigt von etwa 5 auf 7 Milliarden an. Das heißt, hier wird ein erheblicher Kostenblock auf die Verbraucherinnen und Verbraucher geschoben. Die bleiben im Regen stehen, die Industrie wird geschont. In diesem Kontext vielleicht heute beginnen die Beratungen der AG des Weltklimarates, die den IPCC-Sachstandsbericht am nächsten Sonntag vorstellen soll. Wir erhoffen uns, dass klare Signale an die Politik gerichtet werden, wie man dem Klimawandel Maßnahmen entgegenstellen kann. Ausgerechnet Deutschland ist Gastgeber, spielt hier seit längerer Zeit keine Vorreiterrolle mehr. Wir beobachten seit 2 Jahren wieder ansteigende CO2-Werte, was die Folge von zunehmender Verstromung von Braun- und Steinkohle darstellt. Und damit zeigt sich, die Bundesregierung hat kein Rezept für den Klimaschutz, hat keine ambitionierten Botschaften, keine ambitionierten Zielsetzungen nach Brüssel gemeldet, um auch von der europäischen Ebene ein klares Signal für den Klimaschutz zu senden. Die Ausbaubremse für die erneuerbaren Energien heißt eben auch ein Bestandsschutz für die Kohle und damit ein Signal gegen den Klimaschutz in Deutschland. CDU und CSU wollen im Europawahlkampf das Stück Dr. Jekyll und Mr. Hyde aufführen. Wir wollen ihnen nicht abnehmen, dass die Union einerseits für die europäische Idee kämpft und auf der anderen Seite die CSU dafür zuständig ist, die gleiche Idee mit Füßen zu treten und die Freizügigkeit, eine der Grundfreiheiten in Europa in Frage zu stellen. Das verweist auf ein ernsthaftes Problem. Die Union ist in der Frage der Europapolitik zerrissen und blockiert. Das Programm der CDU im Europawahlkampf kann man auf einen Programmpunkt reduzieren. Das ist ja auch schon von der Botschaft übermittelt worden, dass der einzige Programmpunkt heißt Merkel. Es gibt keine Vision von Europa, es gibt keine inhaltlichen Ausführungen, wie Europa gestaltet werden kann. Ob mit Merkel alleine der Europawahlkampf zu gestalten ist, das werden wir von allen Seiten angreifen, weil eine Person nicht ein ganzes Konzept für eine europäische Idee ersetzen kann.